Hallo Leute! Yo, yo, Captain! Ich höre euch gar nicht! Yo, yo, Captain! Wer wohnt in der Ketchupflasche ganz tief im Meer? Saustark gebraten und lecker dazu! Wenn euch der Sinn nach pazifischen Unsern euch steht! Dann schwing dich an Bord und komm hier gar nicht zu spät! Und alle! Hot Dog, 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 Hot Dog! Hilfe! Ah, nein, Hilfe! Hilfe! Ah, nein, Hilfe! Oha, ich hätte doch lieber nicht Capri-Sonne als Treibstoff genommen. Hey, Sie, ist alles in Ordnung? Ja, oder eher nein. Aber sagen Sie mal, schämen Sie sich nicht? Nee, wieso? Na, einfach nur das. Ich bin Dr. Doopy und Sie sind? Ich bin Hot. Hotdog, richtig? Ja, ein Dr. Doopy, wie ich erkennt, doch gleich jedes Meerlebewesen vom Fastfood Bottom. Nun, ich weiß... Hä, da fehlen noch Teile? Hotdog, hätten Sie die Freundlichkeit, mir bei der Wiederbeschaffung der Bauteile des Wasserläufers zu helfen? Nun, ich weiß selber gar nicht wo. Sehr schön. Sie müssen irgendwo in den Kugelfischfeldern sein. Was war denn das? Ach, sehen Sie mal, das Bauteil. Doopy, finden Sie das aus wie ein Bauteil? Nee, eher wie ein Schiff. Solchen Jahreszeiten regnet es doch nur LKWs, Sagten Sie nicht gerade Fast Food Bottom? Sagte ich das? Nun, was lebt denn sonst unter dem Meer? Jedenfalls sollten Sie mich besuchen. Bla 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 bla, Luftatmer? Ein wirklich komischer Vogel. Aber irgendwie... Hotdog, Hotdog. Und, was sagen Sie? Ja? Wunderbar, also bis gleich bei mir. Sonst meldet sich keiner freiwillig, um meine Erfindungen zu testen. Ach, bevor ich's vergesse, hier eine Karte zu meinem Haus. So, da also jetzt 2 nach vorne, 3 nach rechts schräg. Ja, Karte vielleicht mal andersrum halten. Ja, hier sollte ich lang kommen. Ja. Hallo, Doopy. Da bist du endlich. Dachte schon, du hast es dir anders überlegt. Na, dann komm erst mal rein. Sage mal, hier ist ja gar kein Wasser. Natürlich nur frische Luft. Du musst dir unbedingt mein Labor anschauen. Denn weißt du, ich erfinde nicht nur Schuhe. Luft. Oh je, ganz vergessen, du bist ja ein Meeresbewohner. Hier, ess das. Ja, das ist mein selbstgezüchtetes Seegras. Oha, Doopy, was war das denn für ein Zeug? Ja, das ist mein selbstgezüchtetes Seegras. Hä, und warum brauche ich jetzt auf einmal kein Wasser mehr? Ich habe es entwickelt, um unter Wasser atmen zu können. Und bei euch Meeresbewohner funktioniert es andersherum. Hast du das überhaupt schon mal an andere getestet? Nö. Darf ich nochmal? Beim zweiten Mal kostet es was. Aber ach, was soll's. Komm, einmal geht noch. Thank you.
Sage mal, was ist denn das da für ein Knopf? Der hängt da so alleine an der Wand. Auf gar keinen Fall drücken. Ups. Dubi, du bist ja gewachsen. Nee, aber dafür geschrumpft. Bekommst du mich wieder groß? Technik, was? Aber bevor du mir noch mein Labor zerlegst, geh erstmal nach Hause. Was ist denn noch mit diesem Knopf? Halt! Bis morgen, Hotdog. Gehen wir mal nach Hause. Ich laufe hier so lang und ich laufe hier so lang. Ey, da wohne ich hinten. Ich laufe hier unter Wasser. Vorschläge für die nächste Folge? Dann mach doch mit und bring Wörter, Sätze, Situationen oder sonstige Sachen hier mit ein. Schreib's einfach unten in die Kommentare rein. Und in der nächsten Folge siehst du vielleicht deinen Namen schon hier eingeblendet.